Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Dienstag, den 24.05.23. Was habe ich denn? Da wieder für einen Blödsinn hin? Also ja, der 24. Stimmt nicht. Wurscht. So, schauen wir mal. Ach, warte, ich muss da noch nicht klicken. Sonst geht das Quadfahrt gleich. Shit, das will ich natürlich keine Ahnung. Machen wir es mal so. Okay, so. Passt. Was sagen wir jetzt? Jetzt passt. So, wir kommen zum Dienstag. Wir haben uns selbst. Dann haben wir Bewegung. Es bewegt sich was. Nachdem heute ein bisschen ruhiger Tabak, zumindest bei mir, bewegt sich hier was in deiner Krankheit und auch online. Okay. Also hier sollte sich einiges tun. Ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung. Es könnte jetzt in Richtung nicht so toll gehen, es könnte aber in Richtung toll gehen. Es könnte in Richtung ich bin zu, es könnte in Richtung ich bin offen gehen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also online könnte jetzt beides alles sein. Du informierst dich über irgendetwas, was du, Wehwehchen, die du hast. Online. Oder bekommst einen Bericht online oder ein Ergebnis oder sowas. Könnte auch sein, was hier was in Bewegung bringt. Ja, später, machen wir später. Werden wir gucken. Also es geht grundsätzlich mal um uns. Ja, um wieder einen Vertrag, eine Abmachung, eine Diagnose, ein Attest, also alles, was irgendwie ähnlich wie ein Vertrag ist. Hier kommt ein Bewusstsein hinein. Wir zweifeln an der Bewegung. Aber online ist unser Freund. Das kann jetzt wieder beides sein. Wir kriegen hier ein bewusstes Attest, weil es ja hier um Krankheit geht. Wir kriegen eine bewusste Nachricht von einem anderen Vertrag, der uns im Leben krankt, je nachdem. Und der sagt, hier kommt was in Bewegung, aber wir zweifeln das. Wir googeln das oder wir recherchieren oder irgendwas. Ich gucke. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Irgendwas ganz Offizielles. Der Sohn und die Sorge. Und obendrauf haben wir die gute Idee. Okay. Ach, jetzt muss ich schon wieder klicken. Das ist ja nervig hier. Jetzt. Und die gute Idee. Das heißt, wie schon gesagt, bekommen wir irgendetwas im weitesten Sinne mit einem Vertrag zu tun hat, wie eben auch Rezept oder alles Mögliche. Ganz offiziell. Hier heißt es, es kommt in Bewegung, das bezweifeln wir, wir recherchieren und bekommen aber durch die Recherchieren schlaue Ideen. Denn hier heißt es, wir glauben den Ganzen nicht ganz, wir bezweifeln das, aber wir haben hier jemand, der uns als guter Freund zur Seite steht, der hier hilfreich eingreift oder uns diese Ideen gibt. Also das ist jetzt sehr schwammig, ist mir klar, aber ich kann es eben nicht anders sagen, weil ein Vertrag, ein Verbundener, eine Krankheit kann wirklich eine Krankheit sein oder irgendetwas, was in dein Leben krankt und irgendwie weitestgehend mit Vertrag zu tun hat, mit was Schriftlichen zu tun hat oder. Du weißt, was ich meine. Wir bezweifeln das, aber ich denke mal, da hier zum Schluss schlaue Ideen liegen, kommen doch schlaue Ideen rein. Also es bewegt sich wirklich etwas, aber du weißt es eben noch nicht oder du bezweifelst es. Hier werden deine Sorgen praktisch verstreut. Verstreut heißt das, genau. Energetisch habe ich schon gesehen, was das ist. Hier geht wirklich vorwärts, online, also angebunden sein mit allem, was du machst, spirituell, aber du bezweifelst das. Also du machst dir Sorgen, es läuft nicht so oder es passiert nichts oder bla 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 bla. Aber auch da kommt hier ganz große Hilfe in Form einer Energie,
zu dir, die dich einfach dazu bringt, etwas zu tun, dich drängt, etwas zu tun oder dich in, was auch immer du spirituell machst, auf ganz spezielle Ideen bringt. Hier werden diese Zweifel auch zerstreut, weil hier online wirklich dein Freund ist. Und diese Krankheit an sich, um die es hier geht, mag ich jetzt auf drei verschiedene Arten wissen, so mag ich das. Das ist einmal Manipulation, einmal der Gedankenkarussell und einmal was passiert jetzt. Das ist diese Krankheit. Also, es kann wirklich um Krankheit sein, um die ich mir Gedanken mache oder jetzt anfängt oder so. Es kann aber auch so sein, dass diese Krankheit, um die es hier eigentlich geht, wo hier eigentlich die Bewegung reingeht, ist ein Gedankenkarussell, wo du seit längerer Zeit schon immer wieder und immer wieder drüber nachdenkst, wo jetzt endlich Bewegung reinkommst. Oder eben eine Manipulation, also irgendwas in deinem Leben, was dich manipuliert und dadurch dein Leben krank macht, durchblickst du jetzt auch. Weil insgesamt heißt dann eben, du denkst über eine Manipulation nach und jetzt startet es was und hier kommt eben Bewegung rein und gute Ideen. Für was auch immer, in welchem Bereich. Jetzt können wir es aber ein bisschen mehr einordnen. Gut, das wird halt eine kurze Energie, weil die liegt hier einfach so und mehr gibt es eigentlich darüber nicht zu sagen. Ja, Sorgenvertrag, Zweifel an offiziellen Sachen, das ist wieder sehr weltlich. Dass wir daran zweifeln, an die neuen Gesetze, an die neuen Verordnungen oder was weiß ich was, was die da machen. Und wir machen uns da große Sorgen. Ja, aber auch hier kommen schlaue Ideen rein. Hier kommt Bewegung rein, auch wenn du es jetzt nicht glaubst. Aber hier ist online ein Freund. Und wenn wir hier schauen, dann macht sich irgendjemand hier wirklich Gedanken über diese Manipulation, die hier insgesamt herrscht. Und jetzt kommt hier wirklich Bewegung rein, auch wenn wir daran zweifeln. Auch das mag hier liegen. Und jedes andere, was du für dich deuten kannst. Auch spirituell ist es hier eine Bewegung, auch wenn du es nicht glaubst. Du wirst sehen. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße zu meiner Challenge. Und so kurz wie die Tagesenergie heute war, so kurz wird auch die Challenge. Denn heute war ein produktiver Tag, aber nur im Außen. Ich habe in meinem Büro sehr viel erledigt. Habe das, was ich nicht gern machte, wirklich gleich am Anfang gemacht. War dann auch ziemlich zügig fertig. Und ja, habe mir dann die Zeit vertrieben, sage ich jetzt einfach mal so. Also es war nicht mehr. Ich habe nach der Arbeit 2 Stunden geschlafen, weil ich wirklich schlechte Nacht hatte. Aber das war's. Also mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Es war halt ein ganz normaler, ruhiger Tag. Ich habe mich wohlgefühlt. Es war nichts. Auch das darf so sein. Ich habe jetzt extra hier ein Smiley hingemacht, weil ich hier drunter nichts schreiben konnte, weil es war... Ja, gefroren hat es mich, aber das war's schon. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ein wunderschöner Tag. Ich habe mich gut gefühlt, aber es war so bewölkt und nicht bewölkt. Hilft mir aber eh nichts, weil ich ja indoor arbeiten muss. Ja, und dann um 6 so müde war, dass ich halt gar nichts mehr gemacht habe. Ja, das war's. Also es war halt nichts. Es war halt nichts. Jetzt lese ich noch die Mail, die ich bekommen habe. Die habe ich noch nicht gelesen und beantworte die noch. Und dann sehen wir uns morgen. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist.
Du kannst aber auch rausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.